So Leute, da sind wir wieder und wir wollen uns mal anschauen, unter anderem, was da so glitzert. Ja. Wir haben gerade 20:17 Uhr, also in-game. Ich weiß nicht, ich werde es mal wagen, hier runter zu gehen, beziehungsweise ich werde noch mal ein bisschen hier weiter ranbauen. Nah genug, dass ich praktisch gerade so noch durchkomme. Oder? Ja, ich hoffe. Nein, ich komme nicht mehr durch. Macht aber nichts. Dann werde ich halt erstmal gucken, was da so glitzert, bevor ich meine Rüstung wiederhole. Oder? Nein, nein. Nein, nein, nein. Oder? Na komm. Ich hole mir erstmal meine Rüstung wieder. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Ich habe das Gefühl, das wird noch eine große Aufgabe, die wieder zu bekommen. Okay, ich hoffe, ich bin nicht da runtergefallen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich war auf der linken Seite von dem Berg. Was zumindest etwas besser ist. Oh, denke ich mal. Hoffe ich mal. Ich mal. Nee, in der Höhle, irgendeine Höhle, wo ich bin, ich nicht reingefallen. Also, das wüsste ich. Oh je. Da runterzukommen ist auch nicht viel besser als ursprünglich von da oben runterzukommen. Zumindest so. Vielleicht doch durch den Berg hier. Das aber nicht bei Nacht, nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Da finde ich dann doch lieber erstmal raus, was hier glitzert. Nennt mich ruhig feige, aber nee. Na, was glitzert da? Kupfer. Okay. Ist halt eine ganze Menge davon offenbar, oder? Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht unbedingt. Naja. Gut, ich habe jetzt gehofft, es wäre vielleicht irgendwas anderes als das, was ich schon kenne. Aber ich habe es nicht erwartet. Aber ich hab's aufgrund der Tatsache, dass es so massiv aussieht,
Hätte es ja sein können. Also einfach aufgrund der Tatsache, wie es aussieht. Das ist alles. Worauf ich diese Hoffnung basiert habe. Ich meine, es kann ja gut sein, dass es im Grunde etwas viel Banaleres ist, als das, was wir schon kennen. Was ist das denn hier? Ah, hier ist nochmal irgendwie was zum Öffnen, ne? Übrigens, das Schwert sollte doch 4 sein, oder? Mach mal so ein Crate. Ein White Crystal habe ich bekommen. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich werde es mir später durchlesen. Vor Sur, ich weiß nicht, was Sur ist. What the fuck? Hat das noch jemand gesehen? Ist die Gegend so gefährlich oder war das eine Falle? Naja, immerhin habe ich noch rote Kristalle daraus geholt, oder? Was auch immer die sind. Okay. Also, ein Schlag. Ein Schlag. Ich kann jetzt mit den weißen Kristallen immerhin Heilung erforschen. Mach ich mal. Ein Schlag, Leute. Ich kann nicht mehr. Ein Schlag, Leute. Ja, das ist ein bisschen heftig. Also ich lasse mich davon definitiv nicht abhalten, meine Rüstungen wiederzuholen. Na, 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 na. Da, wo die Rüstung war, schien es ja noch relativ normal zuzugehen. Und ich glaube, dass es da hinten dass so ein Viech aufgetaucht ist, dass ich vermute, dass es einfach die Kiste da eine Falle war. Es ist einfach nur eine unfundierte, absolut nicht substanzierte Vermutung. Aber, puh. Das war ein Schlag, oder? Ich war nicht vorher ordentlich geschwächt oder so, oder? Also vielleicht ein bisschen, so wie jetzt. Aber nicht besonders.
Ja, ich werde mal schauen. Also erstmal hole ich mir auf jeden Fall meine Rüstung wieder. So viel ist mal klar. Und dann frage ich mich, ob ich dann wieder nach rechts gehe. Aber ich muss sie ja nicht tragen. Ich kann sie ja im Inventar haben, dann verliere ich sie vielleicht auch nicht. Könnte sogar ganz gut sein, oder? Also ich vermute mal nicht, dass mich mal der Kleiderschrank tatsächlich davor bewahrt, dass ich Rüstungen verliere. Das wäre ja... Also steht ja auch nichts in der Richtung dran. Da steht nur zu Aufbewahrungszwecken. Und ich denke, das ist auch alles, was es ist. Zumal es sogar noch besser dabei ist als Truhen. Aber ich will wissen, ob das Vieh wieder auftaucht. Das will ich wissen. Na, von da hinten kann ich meine Rüstung sowieso leichter zurückholen, als hier jetzt mich durchzugraben. Ich meine, das dahin zu laufen dauert ein bisschen, auch ein bisschen Zeit vielleicht, aber hey, hier durchzugraben ist auf jeden Fall eine größere Aufgabe gerade. Ist das ein anderes Biom da hinten vielleicht? Das wäre das Einzigste, was noch erklären könnte, dass da so wie war. Momentan bin ich ja im Dschungel. Kann ich ja mal drauf achten. Kann ich ja mal drauf achten, ob sich das ändert. Wenn ich da hinten hinlatsche. Es könnte auch sein, dass das alle so und so viel Crates passiert, dass so ein Vieh kommt. Weil das war auch zufällig, gerade als ich die Errungenschaft bekommen habe, für bestimmte irgendeine Anzahl an Crates, die ich gelootet habe. Also. Und die waren auch alle in diesem Spiel. Vielleicht wird da irgendjemand sauer. Das wäre auch eine Erklärung. Eine andere Erklärung war, dass dieser Crate im Speziellen irgendwie mit einer Falle versehen war oder so. Und die nächste Erklärung wäre eben, ja, dass die Gegend da hinten insgesamt gefährlich ist. Ich glaube, die letzte davon gefällt mir eigentlich am wenigsten. Okay, es ist die Gegend, das ist die Gegend, es ist... Nee, das war nur eine Spinne, oder? Das war nur eine Spinne. Die macht manchmal so ein komisches Geräusch. Die macht manchmal so ein komisches Geräusch, die Spinne.
Sprung. Also, ich kann noch nicht sagen, ob es die Gegend ist. Okay, es ist die Gegend. Und ja, es war ein Schlag. Habe ich jetzt meine... Ja, ich habe meine Rüstung. Okay. In die Richtung sollte ich definitiv nicht weitergehen. Definitiv nicht weitergehen in die Richtung. Na gut, es könnte auch sein, dass der jetzt da rumhängt, bis er besiegt worden ist. Das kann auch sein. Ich vermute einfach, es ist die Gegend. Und wenn er besiegt werden muss, vermute ich auch nicht, dass er, dass ich ihn mit mehreren Versuchen besiegen kann, sondern muss ich ihn schon in einem Rutsch besiegen. Der wird sich schon auch regenerieren. So wie ich jeder andere Gegner, oder zumindest die Spinnen auf jeden Fall regenerieren sich. Bei den anderen weiß ich es nicht, aber andere werden das auch tun. Andere werden das auch tun. Ich weiß ja nicht, ich kann ja mal. Ich kann hier ja mal ein paar andere Sachen einfach mal so bauen, oder? Einfach mal so, vielleicht kann ich dadurch ja wieder was erforschen. Nur so mal. Jetzt wo eh Nacht ist. Nee, das baue ich auf keinen Fall. Nur ziemlich voll. Noch voller als es eh schon ist. Okay, das ist ein bisschen teuer, muss ich sagen. Kupferzeug. Habe ich irgendwas freigeschaltet? Nee, ehrlich gesagt habe ich es auch nicht erwartet. Mit dem Zeug was freizuschalten. Das war ein Versuch wert. So ist mein Inventar schon wieder so voll. Das hatte ich doch neulich erst ausgeräumt. Na gut, ich habe hier, glaube ich, eine ganze Menge da hinten gefunden, ne? Ja, die Korallen. Ja, ich habe hier die Kristalle gefunden. Moment, die. Ich weiß nicht, behalte ich. Ich weiß nicht. Ich lasse die mal hier, die roten. Na, oder ich nehme bald die mal.
oder? Nein. So. Die Ranken lege ich auch mal weg. Was habe ich denn noch so, was ich weglegen kann? Die Kabel natürlich, die kann ich auf jeden Fall. Also zumindest die. Vielleicht nicht die Elektro. Naja, doch. Letztendlich schon. Einfach mal aufräumen. Ich sollte das Recall-Device einfach mal benutzen, wenn ich gestorben bin. Das wäre vielleicht ganz sinnig. Ich müsste es einfach nur mal dran denken, ne? Denn dann hätte ich mir jetzt den. Naja, ich hätte mir nicht wirklich den Aufwand. Ich hätte mir einen Teil des Aufwands sparen können, wegen der Rüstung hier eben. Weil ich hätte sie gleich wieder gehabt, nachdem ich gestorben bin. Naja. Aber ich hätte letztendlich auch wieder zurückkommen müssen, also hierher zurückkommen müssen. Von daher hätte das nicht so viel geholfen. Nun gut. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es selber nicht. Und ihr werdet es in der nächsten Folge sehen. Bis dann, Leute. Ciao.